Jo Freunde, ganz herzlich willkommen endlich zu diesem Video. Emi hat sich bereit erklärt, heute mit mir ein Interview zu führen und das Ganze war echt ziemlich interessant, hat mich sehr gefreut. Danke nochmal Emi hier im Voraus. Ja, die ersten beiden Teile sind unten verlinkt in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Ansonsten alle Daten findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas mitnehmen und viel Spaß mit dem Interview mit Emi. Dicker, wie geht's dir? Also mir geht's wirklich sehr, sehr gut, so, weil ich glaube, das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, es war ja vorgestern oder so, aber jetzt wegen dem YouTube-Video und so weiter, ist ja schon 2-3 Monate her. Ja. Glaube ich jetzt. Und ich muss ehrlich zugeben, in den 2-3 Monaten hat sich sehr, sehr viel bei mir verändert. Sowie auch psychisch, sowie auch halt wegen meiner Haut und so weiter. Ich habe mit meiner Ärztin geredet, meiner Hautärztin. Die will, wie gesagt, das weißt du auch, wir haben ja auch öfters auf Instagram geschrieben, sie will erstmal nicht erhöhen. So, und das verstehe ich auch vollkommen, weil ich vertraue da meiner Ärztin mal, weil sie weiß ja, was sie macht. So, sie macht das ja schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Wie lange bist du jetzt auf 30 Milligramm? Ich bin seit 2-3 Monate auf 30 Milligramm. Okay. Und davor immer nur auf 20 und 10. Genau, also ich war, erste Monat war ich auf 10 Milligramm, da hat sich dann fast gar nicht so viel verändert. Dann bin ich auf 20 hochgestiegen, dann habe ich 2 Monate lang 20 bekommen und danach jetzt, glaube ich, seit 2 Monaten wieder 30 Milligramm. Und seitdem halt immer und immer wieder. Ja. Ich bin ja gerade im November, das heißt, das ist normalerweise jetzt mein 5. Monat und Dezember ist halt 6. Monat. Und die Therapie geht ja normalerweise 6 Monate. Oder es gibt ja auch, man kann ja auch mehrere Monate machen. Und meine Ärzte meinte dann zu mir, ist vielleicht jetzt nicht nur ein halbes Jahr, sondern auch ein ganzes Jahr. Das heißt, die Therapie, also ich habe sie gefragt, so, sie hat mich gesehen, sie hat gesagt, ey, deine Haut sieht sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich habe mich sehr, sehr bedankt bei ihr. Und die meinte dann zu mir, ich habe sie dann halt angeschaut und habe gesagt, so, ja, wenn sie mich jetzt so anschauen, was denken sie ihrer Meinung nach, wann es halt alles so weg wäre und wann ich dann so endlich, wenn ich endlich wieder ein normales Gesicht hätte, habe, dann meinte sie so, ja, mit was rechnest du denn? Ich so, ja, keine Ahnung, ich dachte so vielleicht Dezember oder Anfang Januar oder so, oder Anfang Dezember, Ende Dezember. Und sie meinte dann, ja, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt gerade machen, so rechne mit Februar, März, so, dann ist auch so irgendwas so in mir drin passiert, so, ich dachte mir so, ey, fuck, Mann, schade und so weiter. Ich fand es sehr, sehr schade, weil ich habe auch zu ihr gesagt, Ich habe die ersten 1 bis 2 bis 3 Monate ja die niedrigste Dosis bekommen von den Pillen. Und sie meinte dann, ja, wenn wir jetzt direkt mit so einer hohen Dosis starten und so weiter, das ist nicht gut für deinen Körper etc. Und ich habe sie dann auch so gefragt, so, ja, kann man auch irgendwas halt währenddessen machen, zum Beispiel während man Akne Nomin nimmt, was zusätzlich vielleicht noch hilft. Da meinte sie nur, nein, dieses Benzoylperoxid kennst du ja, aber sagt dir, das ist bestimmt was. Benzoylperoxid und und halt dieses Aknenomin, also dieses Benz-Akne-Gel und dieses Aknenomin, das ist eigentlich schon, also das reicht vollkommen, hat sie gesagt. Ist auch und so. Ich mache jetzt, ich mache gerade halt jeden Abend, ich habe es eigentlich 2-mal am Tag gemacht, ich wasche jetzt auch mein Gesicht nicht mehr morgens oder so, nur ich wasche mein Gesicht ganz normal morgens, weil um dieses Gel da, was ich am Abend davor drauf gemacht habe, um das abzubekommen. Ja. Dann abends so ein Reinigungsgel und dann mache ich diese Benzakne-Gel drauf, bis es trocknet und dann mache ich die Feuchtigkeitscreme drauf. Weil die Pflege am Ende so, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, wenn ich die Feuchtigkeitscreme davor drauf mache und meine Haut dann im Endeffekt austrocknet wegen dem Gel. Ja. Aber ja, ich muss auch letztens 1 Stunde oder so warten wegen der Blutabnahme, weil es anscheinend sehr, sehr wichtig ist und so weiter. Und soweit so gut, alles mit meinem Blut und so weiter, mein Gesicht sieht, muss ich ehrlich sagen, gut aus, so, kommt auch ganz auf das Licht an, es fuckt mich halt sehr, sehr ab, irgendwie, wenn es zum Beispiel 13 Uhr ist oder so und ich im Bad bin und dann mich im Spiegel angucke, dann sieht meine Haut irgendwie übel schlimm aus, oder, also was halt übel schlimm, sieht halt so scheiße aus, so, und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel das Gel da drauf gemacht habe und das so ein bisschen getrocknet ist oder so, halt in einem besseren Licht, da sieht man gar nichts mehr und ich check das einfach nicht. Emir, das ist bei mir immer noch so, Emir. Wenn ich auf der Arbeit in den Spiegel schaue, manchmal denke ich mir, oh mein Gott, das sieht wirklich schlimm aus, und dann gehe ich irgendwie in ein anderes Licht und schaue auf mein Handy und sehe, dass es voll gut aussieht. Das ist, seitdem ich Akne habe, habe ich so einen Tick quasi, dass ich extrem darauf achte, in welchem Licht ich mich befinde, Dicker, wie meine Umgebung ist, wo ich am besten stehen soll. Das ist so ein Tick, der irgendwann kommt, Digga. Ja, aber deine Haut ist ja gerade rein. Ja,
Emil, ich habe Pickel auf der Stirn und auf der. Ich hab eben ganz normale Pickel. Nichts, also es ist wirklich keine Akne mehr. Ich habe einfach locker so 10 Pickel auf der Stirn und auf der Nase, aber das ist halt nichts Schlimmes, weißt du? Damit komme ich easy zurecht. Ja, das Problem ist bei mir, ich habe auf meiner Stirn gar nichts. Meine Stirn ist so rein und die ist, da sieht man wirklich nichts mehr, auch irgendwie keine Narben oder so. Ja. Und auf meinem, wie heißt denn das, auf meinem, also auf meinem Kinn sieht man, habe ich auch nichts mehr. Nur noch halt an den Wangen. Und an den Wangen ist es auch irgendwie kein Pickel mehr oder keine Pickel mehr und auch keine Akne mehr. Das sieht auch schon für mich also eigentlich so nach Narben aus, aber das ist halt irgendwas, das ist keine Akne, das ist irgendwie ja, ich weiß, in der Haut. Die sind halt auch rot, die roten Punkte noch. Die bleiben auch länger, das sind die, die am längsten bleiben, bis die weggehen. Ja, ja. Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, sobald du Sport machst, werden die nochmal ein bisschen roter. Also wenn du irgendwie Sport machst, dann wird dein Gesicht, mein zumindest, wird dann extrem rot. Man denkt, ich habe wieder, in dem Moment, wenn ich Sport mache, sieht mein Gesicht immer extrem schlimm aus. So. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ja. Das ist halt krass. Ich dachte wirklich, dass diese, weil mein Bruder meinte auch zu mir, dass diese Tabletten das Einzige ist, was dagegen hilft. Und anders kannst du so fast die Akne so gar nicht bekämpfen. So. Und bei dir hat es ja auch sehr, sehr gut geholfen. Ja, natürlich, klar. Zum Glück so. Ja. Und weil ich zum Beispiel, wie bist du eigentlich auf das? Also bist du irgendwie einfach zu deinem Hautarzt gegangen und er hat es dir dann verschrieben? Oder? Bei mir war es ein bisschen komisch. Weißt du, ich war damals gerade 17 Jahre alt geworden und ich habe da sehr viel Stress gehabt mit der Arbeit und ich war sehr viel feiern und ich habe sehr viel gelebt, sage ich mal, und wenig geschlafen. Und dann wurde die Haut immer schlimmer, okay? Und am Anfang, als ich so Pickel bekommen habe, dachte ich so, ja, es sind nur Pickel, ist nicht schlimm. Geht bald wieder weg, okay? Geht bald wieder weg. Und dann war ich einmal irgendwie beim Hautarzt, aber so ganz zufällig, wegen einer anderen Sache, nicht wegen den Pickeln eigentlich. Und dann wollte er mir direkt Aknomin verschreiben, damals schon. Das war im Januar letzten Jahres, okay? Aber ich habe gesagt, ich möchte das nicht, weil ich dachte, das wird auch alleine weggehen. Aber es wurde immer schlimmer und ich habe mein Ego quasi, ich wollte dieses Medikament nicht nehmen, weil ich eben wusste, ich dachte, es geht auch ohne Medikament, aber irgendwann war ich psychisch so kaputt wegen der ganzen Abdeckcreme, wegen jeden Tag sich schämen zu müssen, wie ich aussehe, war ich so kaputt, dass ich irgendwann das Medikament genommen habe, als letzte Option quasi bei mir. Bei dir ist es halt auch, ich denke mal so, du hast halt schnell so Erfolge gemerkt, wegen deiner Dosis, weil du ja mal auf 60 war es teilweise so halt auch so auf höheren Dosen. Bei mir, ich war noch nie über 30 Milligramm. Aber das ist gut in mir, das ist gut. Weil ich weiß. Du verstehst jetzt zwar nicht, aber umso langsamer, also umso ruhiger du das angehst, weil guck mal, in 2 Jahren wirst du sagen, egal, ob jetzt ein Monat länger gewesen wäre oder ein Monat kürzer, dann ist dir wieder egal gewesen, weil diese 3 Monate, die du jetzt länger Akne nimmst, um die Haut reinzumachen, sind dir in 10 Jahren, ist es dir wieder egal. Aber du hast damit quasi deinen Körper weniger zerstört, deine Leber, es wird dadurch. Halt, ist halt einfach so, dieses, weil man will halt so endlich mal wieder so leben können, so rausgehen können und so. Und jetzt, ich habe eigentlich zu jedem gesagt, so, ey, ja, Dezember, Geburtstagsfeier, bla, 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 etc. Es kann ja auch sein, dass meine Haut an meinem Geburtstag, am 23. Dezember safe. Halt auch schon sehr, sehr safe. Gut aussieht. Am 23. Dezember safe in mir, wirklich. Ja, ja. Und jetzt, keine Ahnung, so, ich habe eine Geburtstagsfeier geplant, ich weiß nicht, ob ich das mache. Das Ding ist, wenn ich irgendwie so, wenn das irgendwie noch so zu sehen ist, so leicht oder so, dann juckt es mich sowieso nicht so, aber die Frau meinte auch sowieso, das sind so die kleinen Narben, das sind so kleine Narben, die da bleiben werden, aber darum müssen wir uns halt nach der Therapie kümmern. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, was sie da halt so vorgenommen hat oder so. Ich lasse so ihr Ding machen, so, weil das ist auch eine sehr, sehr nette Ärztin. Das ist wirklich eine sehr, sehr nette Ärztin, die kümmert sich sehr, sehr, sehr gut um mich. Mhm. Aber ja, was soll ich machen? Ich habe halt jetzt wieder Tabletten und so weiter und am 5. Dezember oder so habe ich wieder einen Termin. Und deswegen. Ich habe eine Frage. Ja. Was war am schlimmsten an der ganzen Sache mit Akne für dich persönlich? Was war das, wo du seelisch und psychisch kaputt gegangen bist? An welcher Sache? Wo ich seelisch und psychisch kaputt gegangen bin, wegen der Akne, ist, dass ich bin in so ein Loch gefallen, wo ich mich schon seit bis heute immer noch versuche, so rauszubuddeln. Das Schlimmste war, dass ich nicht mehr rausgehen konnte. Und das Allerschlimmste war, dass ich in der Schule mit diesen Abdeckcreme immer
in den Pausen immer auf die Toilette gegangen bin, mich im Spiegel nicht mehr anschauen konnte, wenn ich meine Hände gewaschen habe oder wenn ich auf der Toilette war, weil ich nicht wissen wollte, wie ich gerade aussehe, mich immer so dran denken musste, oh fuck, ey, ich kann jetzt nicht mit Kumpels raus oder so, wenn mir irgendjemand geschrieben hat, ey, lass mal kicken gehen, lass mal Fußball spielen gehen, ich sagen musste, nein, ich habe keine Lust. Ich mich mit meiner Freundin, mit der es jetzt leider Gottes vorbei ist, nicht treffen konnte. Und jetzt, obwohl es besser ist, obwohl ich mich jetzt so treffen könnte, halt so Interesse so halt so weg. Ich habe sie durch Akne verloren so, und ich konnte ihr den Grund bis heute nicht nennen, weil ich mich halt so krass geschämt habe und so ein Selbstbewusstsein, alles war weg, komplett, also soziales Leben, also komplett Kontakt zur Außenwelt, alles weg, nicht mehr rausgegangen, 6-7 Monate aus dem Haus, und nur noch zum Arzt und so. Und meine Ärztin hatte damit auch irgendwie kein Verständnis, weil ich habe es ihr auch gesagt, aber sie hat es halt immer irgendwie gar nicht interessiert. So, ich habe gesagt, so, ja, meine Haut dies, ich will endlich nochmal leben können, bla bla bla, pipapo, aber sie hat dann immer gesagt, ja, das wird schon und so. Ich vertraue ihr auch halt, was soll ich machen, aber das war auf jeden Fall das Schlimmste, dass ich aus der Schule, ich bin aus meiner Lieblingsschule, wo ich jeden Tag gerne hingegangen bin und so gelacht habe, bin ich rausgeflogen, wegen der Akne. Alles wegen der Akne. Ich konnte nicht mehr runter ins Wohnzimmer. Ich habe mich von meinen Eltern distanziert, von meinen Freunden distanziert, von allen möglichen distanziert. Bin nicht mehr aus meinem Zimmer rausgekommen, habe mich so krass geschämt. Und mittlerweile, ich gehe ins Wohnzimmer, bla bla bla. Und meine Eltern sagen, ey, deine Haut ist voll schön geworden. Und bei meiner Mom ist das Beste, weil immer, wenn ich so abends irgendwie im Wohnzimmer sitze, zusammen mit ihr und mein Dad irgendwie schon schläft oder so, mein Bruder auch, dann, also sie streichelt so an meinen Wangen und so weiter, und sie sagt, boah, ey, Emi, ich schwöre, das ist so weich und so halt auf Türkisch und so, und dankt so zu Gott, so dass es meine Haut so viel, viel besser geworden ist, weil meine Haut ist sehr, sehr weich, auf den Wangen so, wenn man die Wangen anfasst, und also die rechte und die linke Seite, man spürt gar nichts mehr in seiner Haut, also man spürt gar nichts mehr, also man spürt nur noch die Wangen, man spürt keine Akne, keine Pickel, nichts. Aber halt, das ist halt nicht mehr auf der Haut, sondern das ist in der Haut drin. Ich weiß, habe ich auch noch. Ja, und deswegen, bei dir ist aber halt nicht mehr rot, das ist das Problem. Bei mir ist halt noch so rot, aber ich weiß auch nicht, wie dieses Rote da weggehen soll durch Aknenomin. So, keine Ahnung, weil Aknenomin, das macht ja Akne weg, aber bei mir ist es halt irgendwie fast keine Akne, das ist ja das Problem. Das ist das Letzte, was unter der Haut noch liegt. Das dauert halt länger, bis es weggeht. Aber das sind so die letzten, weißt du, damit kann man leben, weißt du, das ist nicht so, dass sich, also ab jetzt bist du wirklich an einem Punkt, was ich auch gesagt habe, ist an einem Punkt, dass du jetzt anfangen musst und kannst auch wieder, dich wieder so ins Leben reinzukommen, weißt du, wieder anzufangen, rauszugehen, Dicker. Du kannst jetzt in den Supermarkt gehen, ohne dich schämen zu müssen, weißt du? Ich gehe halt, wenn ich überhaupt irgendwo wirklich rausgehe, dann nur abends, so um diese Uhrzeit zum Beispiel. Und ja, könnte ich theoretisch, aber diese Angst, darauf halt angesprochen zu werden und so, und wie ich dann reagieren soll, wenn ich irgendwie darauf angesprochen werde oder so, ist halt noch da, so. Weil ich weiß nicht, weil guck mal, ich habe dir jetzt ein Bild geschickt, keine Ahnung, ob du es bekommst oder nicht, so sieht meine Haut halt, so habe ich gestern oder vorgestern gemacht, hast du es gesehen? Ja, so sieht die halt gerade aus. Ja, die sieht ehrlich gut aus, so muss ich zugeben, aber Emil, so sieht jede andere 14, 15, 16-Jährige aus, Digga, das ist wirklich normal, weißt du? Das ist normal. Jeder kann da, mit dem Bild kann sich jeder identifizieren. Ich weiß. Das Ding ist, also meine ganzen Freunde, die hatten Akne so, haben das irgendwie nicht mehr. So, die haben auch irgendwie gar nichts genommen oder so. Das ist halt irgendwie von selber weggegangen. Ich weiß auch nicht wie. Ja. Und die haben nichts gemacht, das ist aber halt von selber weggegangen. Und ich mach dagegen was und das geht halt immer so langsam weg. I don't know. Und das ist halt wirklich krass, an manchen Tagen sieht es heftig aus, also an manchen Tagen sieht es schlimm aus, an manchen Tagen sieht es aus, jetzt hättest du gar keine Akne. Und ich will einfach, wenn ich so irgendwie um 13, 14 oder so draußen bin und irgendwie mein Gesicht irgendwo im Spiegel sehe, im Autospiegel oder so, dass es halt so rein aussieht, so, weil ich sehe halt immer so Videos und so weiter, wie die davor aussahen, vor Aknenomin und dann halt nach Aknenomin. Ich hoffe, dass du auch ein Video machst, Emil, und dass ich wieder angucken kann. Ich werd auf jeden Fall ein Video machen. Das Ding ist, bei manchen haben dann immer dazu geschrieben, so, ja, nach 7 Monate, nach 8 Monate, das dauert halt bei manchen länger, bei manchen
geht es halt schneller. Ja. Je nachdem, wie die Akne halt in deiner Haut so ausgeprägt ist. Mhm. Ja, Mann, deswegen, keine Ahnung, ich gebe mein Bestes durch. Ich mache immer das Gel drauf und so weiter, sogar die 10%ige Stärke, weil davon gibt es ja 3%, 5% und 10%. Ich hatte mal 5 und jetzt bin ich auf 10 hochgegangen. Und macht das halt, man soll ja wie immer das auf immer auf diese betroffenen Stellen. Aber wenn du das Bild jetzt zum Beispiel da siehst, ja, wohin soll ich dann da drauf dieses Benz-Akne-Gel da drauf tun? Du hast dann nur noch ich sehe höchstens 4 Pickel da auf dem Bild. So, ja, ich weiß, das geht auch, also das geht immer nach, also das, die sind schon weg, so, das ist so nach 2-3, also das ist vor 2-3-4 Tagen, ja. Aber du siehst dann auch dieses Rot da, dieses, ja, dieses klar, ganze klar, Rot. Wo soll ich da drauf dann dieses Gel machen? Musst du eigentlich nicht mehr. Also das ist eigentlich, das Gel ist nur oberflächlich eigentlich. Also das, was unter der Haut ist, da kommt das Gel gar nicht ran. Das habe ich auch so gedacht, so, weil meine Ärzte meint halt so, ja, das ist auch gut, das hilft zusätzlich und so weiter. Aber das hilft ja nur gegen die Pickel und Akne, also bei manchen Leuten, so, ich weiß ja nicht, ob ich weiß jetzt nicht mehr, wie du damals aussahst, wo du, also ich weiß schon ungefähr, aber bei dir sah es ja nicht so arg heftig aus. Aber wenn du mal zum Beispiel das ganz alte Bild von mir siehst, das ist ganz, was ich zum ersten Mal da geschickt habe, das ist ganz oben. Ja. Da hätte dieses Benz-Akne-Gel geholfen. Richtig, ja. Genau, weil da ist, oh mein Gott, wenn ich das gerade anschaue, wie sah ich da aus? So? Ja. Wie sah ich da? Also das war ja, das war die linke Seite, daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Das war die linke Seite. Ja. Und normal, wenn man so aussah, dass es in 6 Monaten nicht weg ist, weil guck mal, guck dir mal an, wie heftig das dort aussieht. Ja, das ist wirklich heftig. Ja, und hätte ich dieses Benz-Akne auf da drauf getan, weil da siehst du ja richtig diese Pickel und das ist Akne, das ist ja, wirklich Akne. Das ist wirklich Akne, hast du recht. Ja, guck mal, das sieht so ekelhaft aus, aber jetzt so, und jetzt, das ist so gut geworden, und wenn ich jetzt dieses Benz-Akne-Gel da drauf tun würde, das, ich weiß nicht, vielleicht hilft es wirklich irgendwie noch zusätzlich, bei mir, ich hatte ja auch in der Brust mit, habe ich dir ja erzählt. Oh ja, Also, ja, zwischen meiner, also linke und rechte, zwischen denen halt in der Mitte, von meiner Brustmitte halt, da habe ich jetzt nichts mehr, da ist es jetzt weggegangen, man sieht da gar nichts mehr so, ich mache trotzdem, aber also man sieht auch noch ganz leicht, aber da, ich mache halt da auch meine, das ist auch keine Pickel mehr, das ist auch irgendwie in der Haut halt drin, mache ich auch dieses Benz-Akne-Gel drauf, aber meine Schläfe hatte ich auch, an meiner linken Schläfe, die gehen jetzt auch langsam weg, also die sieht man auch fast nicht mehr. Ja. Und ja, das ist halt, wie gesagt, bei mir habe ich auch gesagt, so, das ist einfach keine Akne mehr. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind Narben, die, also ob es Narben sind, ob das irgendwie, das sind halt einfach nur noch die Rötungen, die sich zurückziehen müssen. Ja. Und ich hoffe einfach so sehr, dass es so Anfang nächstes Jahr so, dass ich wieder so irgendwie mit Mädchen so rausgehen kann und so. Ich freue mich schon richtig drauf, so, wenn ich mir das so vorstelle. Ah, nein, nicht irgendwie so wegen Freundin oder so, einfach so zum Chillen, halt irgendwie so zum Reden oder so. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, Mann, es ist halt, ich hoffe es einfach so. Weil ich weiß nicht, ich habe auch eine Frage an dich. Bei dir, wo die Akne so weg war, du hast ja wahrscheinlich jeden Tag immer so in den Spiegel geguckt, um so sehen, so, ja, oder immer Bilder gemacht, klar, und so weiter. Klar. So im dritten, klar, Monat, im fünften Monat etc. Ja, du hast ja auch ein 3-Monats-Update gemacht. Und das Ding ist, wo du dieses 3-Monats-Update gemacht hast, da dachte ich mir, hä, der hat doch keine Akne. Und dann hast du das ja richtig gezeigt in die Kamera. Und richtig, da hat man es dann gesehen, dass diese roten, ja, Punkte, weiß, waren, genau wie, weiß, bei mir jetzt. Genauso, ja, wie, weiß, bei mir. Bei dir war, ja, bei dir war es irgendwie keine Akne. Und ich dachte mir dann so, ey, scheiße, sind das jetzt die Narben, die schon, also sind, ist das schon fertig mit der Therapie? Ist das irgendwie die Narben? Und bei dir sah das halt einfach genauso aus wie bei mir jetzt, dieses Rötungen. Aber ja, bei dir war es dann auch keine Akne mehr nach 3 Monaten, sondern nur noch dieses Rote. Ja. Und bei mir ist halt auch gerade so, und wie, also was hast du gemacht, wo du so, ich kann es mir gar nicht so vorstellen, wenn die Akne auf einmal so weg ist, so, bist du dann irgendwie rausgegangen mit Freunden oder was dann passiert oder so? Erst seit kurzem kann ich erst wirklich frei rausgehen, Digga. Es ist wirklich erst seit kurzem. Also Sommer war auch manchmal, dass ich die Rötungen, die haben sehr genervt, weil sobald mir warm wurde, sobald ich mich angestrengt habe, Sport gemacht habe oder irgendwas gemacht habe, im Sommer ist ja immer heiß gewesen, überall. Mein Gesicht ist sofort rot geworden. Ich habe so viele Videos, die mir geschickt wurden, wie mein Gesicht so extrem rot geworden ist. So wirklich komplett zu, komplett rot. Und es war auch so ein bisschen doof für mich. Aber jetzt momentan bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich in den Spiegel gucken kann. Und es ist fast schon egal, in welchen Spiegel. Und auch wenn es ein schlechtes Licht ist, fühle ich mich trotzzem gut, weißt du? An diesem Punkt bin ich gerade. Und ein Jahr hat es gedauert. Ich will nicht, dass meine Haut dann so
Baby glatt ist, dass da nicht mal ein Pickel oder eine Narbe oder so ist, so. Das will ich ja nicht so. Ich will einfach, dass sie so normal aussieht, so. Da kann so 2, 3 Pickel oder so sein oder an der Wange irgendwie noch so 2, 3 kleine Narben, so. Bei mir ist sowieso im Winter jetzt, ich laufe eigentlich immer so mit so einem Hoodie rum und dann so Kapuze halt so. Mich würde das eh nicht jucken. Aber halt so, ich meine, meine Haut muss ja nicht unbedingt so rein sein und so bla bla bla. Ich habe mir halt so voll viele Sachen vorgenommen, die ich machen will und die ich dann hoffentlich machen kann. So, es kann auch sein, dass ich dir irgendwann so, wenn man auch dann normal so ist, auch irgendwie auf eine Party eine Memo schicke, ey Samuel, was geht, etc. bla bla bla. Weil du hast mich ja auch auf eine Art und Weise auf diesem sehr, sehr langen Weg, in dem ich gerade immer noch bin, so halt so begleitet, so ich habe immer so Tipps gegeben und so weiter. Ich habe auch immer, du hast auch immer irgendwie mein Ansprechpartner, wenn ich irgendwas wissen wollte. Weil, also ich habe ja viele Freunde, so, die jetzt irgendwie nicht unter Akne gelitten haben. Und du hast ja auch so deine Mom ist ja Kosmetikerin und so, ja. Du hast ja auch diese Erfahrungen mal gesammelt, so. Und deswegen frage ich lieber dich so, der auch sowas schon durchgemacht hat, anstatt zu irgendjemandem, der irgendwas nur frei erfindet. Und ja, deswegen ist es auch sehr, sehr gut, dass ich dann immer dir schreiben kann und so. Und ich bekomme dann auch immer direkt eine Antwort. Und ja, wir gerade dabei sind, Emir, ich wollte dich fragen, was hat dir. Die ging es ja ab und zu wirklich sehr schlecht. Das habe ich auch mitbekommen, dass du mal bessere, mal schlechtere Phasen hattest. Und was kannst du anderen sagen und was würdest du sagen, hat dir geholfen, die schlimmen Tage, die ja da sind, kann man nicht verweigern, die kommen ja einfach, diese schlimmen Tage. Was hat dir geholfen, das durchzustehen? Ja, also diese ganze Zeit mit dieser Akne und so weiter, mir hat meine Familie sehr, sehr, also meine Familie hat mich sehr, sehr unterstützt, so dass meine Mom vor allem und auch mein Bruder, wenn mein Bruder nicht da, dann, ich weiß nicht, ob ich überhaupt zu einem Arzt gegangen wäre oder so, oder, weil meine Mom hat mich auch so unterstützt, die hat gesagt, ey, Emil, geh zum Arzt, deswegen, also, wenn man Akne hat, dann sollte man sich irgendjemanden suchen, irgendjemanden, der auch an Akne leidet oder gelitten hat, oder zu einem Arzt gehen oder sich mit seiner Mom unterhalten, das ist das Wichtigste, und mit den Eltern. Ja. Und auf jeden Fall zu einem Hautarzt gehen, auf jeden Fall, egal ob man sich schämt oder nicht, dieser Hautarzt guckt dich irgendwie nicht an und sagt dann, boah, richtig, ekelhaft, deine Haut, etc. Ja. Er sieht, wie du leidest, er sieht, wie du gelitten hast, und bei mir war es halt sehr, sehr schlimm, ich habe immer dir geschrieben, dass das Problem ist, um ehrlich zu sein, ich bin jetzt 15 Jahre alt, ich werde 16, ich weine immer noch manchmal abends, so. Ich habe damals sehr, sehr oft abends geweint und jetzt wegen meiner Freundin, leider so wegen meiner Ex-Freundin, so, ich habe mit dir gar keinen Kontakt mehr. Und das fickt auch noch meinen Kopf. Und dieses Ganze, keine Schule etc., fickt auch noch meinen Kopf. Und ich habe mir jetzt langsam Hilfe gesucht, ich habe mich bei einer Frau gewendet. Ich habe ihr eine sehr, sehr schöne, lange E-Mail geschrieben und sie war auch bei mir jetzt vor kurzem und da haben wir uns hingesetzt, mit meinen Eltern geredet und so weiter. Und ich habe auch zu ihr gesagt, so, ich schäme mich und es liegt einfach an meiner Haut so, dass ich nicht in die Schule gehen kann, etc. Und jetzt demnächst, so, es ist zwar ein langer, langer Weg, aber ich werde Stück für Stück so gehen und Stück für Stück werde ich probieren, so wieder mein Leben dass ich wieder normal leben kann, wie ein normaler Teenager in meinem Alter normalerweise lebt. Ja. Und die Frau, und es ist halt ein Frau und ein Mann, und die haben auch zu mir gesagt, okay, wir wissen, dass du es ernst meinst, weil es hat noch nie ein Jugendlicher von alleine sich bei ihnen gemeldet, sonst immer irgendwie die Schulen oder die Eltern etc. Und die meinten zu mir, ey, ich finde es sehr, sehr gut, dass du dich wirklich von selber gemeldet hast. Dadurch sehen wir, dass du Hilfe annimmst und so, dass dir das auch am Herzen liegt, dass ich das ernst meine. Und ich meine es auf jeden Fall ernst. So. Das ist mein Leben, es ist, merkt euch einfach eins, so kannst du dir auch so merken, es einfach, wenn dein Leben perfekt läuft, genieß es einfach. Es kann sein, dass es von heute auf morgen einfach, es kann sein, dass irgendwas passiert, dass du dann depressiv wirst. Ja. Und all das, bei mir, mein Leben lief perfekt. Ich hatte mit Mädchen Kontakt, ich habe alles gemacht, ich habe ich war jeden Tag Shisha rauchen draußen mit Kumpels, mit sehr, sehr vielen Kumpels, mit Weibern und so weiter. Ja. Und dann auf einmal, ich bin nicht mehr aus dem Haus gegangen, ich bin depressiv geworden, ich konnte nichts machen, mit niemandem mehr reden und so weiter. Und deswegen, Hautarzt war halt meine, ich wollte auch wirklich vor einem Monat oder vor zwei meinen Hautarzt wechseln. Ich wollte zu irgendeinem anderen Hautarzt mit 5-Sterne-Bewertungen und wollte sagen, so, ja, ich habe jetzt bei einem anderen Hautarzt schon Aknenomie, benutze ich schon seit 5 Monaten jetzt und ich bin immer noch nicht zufrieden mit meiner Haut und so weiter. Und deswegen wollte ich vielleicht hier jetzt mal irgendwie irgendwas machen, so, keine Ahnung, ob sie mir halt irgendwie weiterhelfen könnten und so, aber
Wir haben sehr, sehr viele gesagt, ey, Emil, es kann sein, dass es gegen Ende der Therapie erst richtig besser wird und so. Und jetzt sehe ich es ja, dass es besser wird. Manchmal mache ich Bilder von meiner linken Seite und von meiner rechten Wange. Mal sieht es irgendwie sehr, sehr gut aus, mal sieht es ein bisschen schlechter aus als davor. Kommt einfach eigentlich auch nur aufs Licht an. Das ist immer so. Ja. Und ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es bei dir war, weil bei dir war es ja auch sehr, sehr schlimm mit Akne und so weiter. Nicht nur bei uns. Es ist bei so vielen Leuten. Es gibt Mädchen, die tonnenweise Make-up draufgeklatscht haben. Mädchen, ich sehe das ja auch oft, dass es Mädchen gibt, Digga. Und ich glaube, die haben damit auch sehr zu kämpfen, weißt du? Ich glaube, denen geht es damit auch extrem schlecht. Ja, aber. Auch die können sich Hilfe suchen, weil das Ding ist. Das Schlimme ist an Akne der psychische Faktor, weißt du? Das Äußerliche, wenn man, es gibt Menschen, die damit leben können, weil es gibt Menschen, die so psychisch stark sind und damit leben können. Aber sobald du einmal davon irgendwie so eine negative Erfahrung gemacht hast mit deinem Gesicht, dass du irgendwie darauf angesprochen wirst, dann hast du immer so eine, dann hinterfragst du das immer, wie du aussiehst und wie du dich verhalten sollst, wie, keine Ahnung, das ist schwierig einfach nur. Ich will mich einfach, dieses Selbstbewusstsein von einem, dieses Coole an mir, was ich früher so hatte, mit so irgendwelche Leute vielleicht so fertig gemacht in der Schule oder so. Das heißt fertig gemacht, hat über andere lustig gemacht. Ich habe mich damals, ich war in der 7. oder in der 6. und da war irgendwie so ein Typ, also so ein kleiner Junge in der 4. oder in der 5. oder so, der hatte auch richtig, der hatte wirklich richtig schlimme Akne, so sogar das noch schlimmer als ich früher hatte, der in seinem Gesicht. Und wir haben dann immer so mit dem so geredet und so halt immer so quasi uns über den so lustig gemacht, immer so gelacht und so. Für den war es auch immer unangenehm. Und wie kam er mich erwischt hat. Und war auch so in der Zeit und so weiter. So, ich hab's sehr, sehr bald hinter mir, sehr, sehr bald. Es ist zwar noch ein langer Weg, aber ich hab's bald geschafft. So. Und danke dir nochmal vom ganzen Herzen, dass du immer für mich da warst und so immer die Fragen beantwortet hast und so weiter. Ist ja nicht selbstverständlich, dass du in deiner freien Zeit irgendwie immer so antwortest und so. Ja, ich habe mein Bestes gegeben, wirklich. Also ich gebe immer mein Bestes. Ich schaffe es nicht immer, jedem zu antworten, aber ich probiere es wirklich. Und manchmal geht es mir auch schlecht, weil ich bin auch nur ein Mensch am Ende des Tages so. Ja, das hast du ja auch. Du hast ja auch mir mal irgendwie eine Mail geschickt, wo du gesagt hast, ja, dir geht es irgendwie voll schlecht. Und du hast mal eine Story, da wo du geschrieben hast, selten so. Mir ging es selten so scheiße wie jetzt oder irgendwie so. Und ja, jeder hat eine Downphase, jeder hat wirklich eine Downphase und ich bin dabei, Stück für Stück von dieser Downphase halt rauszugehen. Ich werde auf jeden Fall ab nächstes Jahr, habe ich mir das ans Ziel gesetzt und nächstes Jahr wieder, ich hoffe, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr, weil es kann ja auch sein, dass die Akne zurückkommt, Mann. Was mache ich dann? Nein, Emir, ich bin davon überzeugt. Emir, du musst nur auf mich hören. Wenn du Also, Emil, probiere wirklich nächstes Jahr, probiere kein Alkohol zu trinken einfach. Probiere kein Alkohol zu trinken. Ich trinke nie Alkohol. Perfekt. Wenn du und trink kein Alkohol und rauch nicht und ich verspreche dir, du bekommst keine Akne. Aber ja, ich weiß auch keine Shisha. Shisha ist halt immer so. Shisha habe ich jetzt auch ungelogen, seitdem mein Bruder seine Shisha verkauft hat und ich irgendwie keinen Kontakt mehr zu den Leuten habe oder so. Ich glaube, das letzte Mal habe ich Shisha ungelogen vor 6 oder 7 Monate geraucht und letzte Mal Red Bull habe ich auch vor 6 oder 7 Monate getrunken. Mein Bruder hat so eine 1,5 Liter richtig so Red Bull Flasche geholt und ich wollte wirklich trinken, so, aber dann dachte ich mir so, nee, komm, da habe ich einfach so stilles Wasser, so zu stilles Wasser gegriffen, habe das halt dann getrunken. Perfekt, und, Mann. Perfekt. Seit 6, 7 Monate, also das Einzige, was ich vielleicht mal so irgendwie in 2, 3 Wochen einmal ist vielleicht so ein Donut oder vielleicht eine Milchschnitte und das ist schon sehr schlimm wegen der Milch und so weiter. Also ich weiß, dass bei mir zum Beispiel, sobald ich irgendwas mit Milch esse, am nächsten Tag, also und auch schon irgendwie, sobald ich es esse, spüre ich richtig und mein Gesicht wird einfach sofort rot. So. Also diese Pickel unter der Haut, die erröten direkt wieder und ich meine, das ist mir extrem, deswegen probiere ich Milchprodukte generell, also bei mir fast gar nicht mehr. Ja, ich habe auch an meiner rechten Seite, also das ist ja die linke Seite, die ich gecheckt habe, ich muss kurz gucken, ob ich auch von meiner rechten Seite eins habe. Da hatte ich irgendwie auch vor 2, 3, 4 Wochen also so Stellen, so die sehr, sehr schlimm aussahen, da habe ich dieses Benz-Akne-Gel da drauf getan. Und dann war das auch auf einmal so in, oder wenn ich so irgendwie so ein, zwei, wenn ich irgendwie einen Pickel bekomme oder so, der ist dann nach 2, 3 Tagen direkt weg wegen diesem Benz-Akne-Gel, direkt. Ist gut, ja. Ich drücke auch keine Pickel aus. Also wenn ich Pickel habe, drücke ich auch keine aus, weil
ich der Meinung bin, dass, dass die Narben entstehen durchs Ausdrücken. Also sobald du einen Pickel ausdrückst, machst du ja quasi eine Wunde in deinem Körper. So wie, wie wenn du dir den Finger rein, oder in die Haut reinschneidest. Du machst ja quasi ein Loch in deine Haut, wenn du den Pickel ausdrückst, weißt du? Sobald ein Pickel platzt, entsteht ein Loch in deiner Haut. Und um das, dadurch, dass die Haut dann sich zuheilt wieder, entsteht diese Narbe. Ich guck mal, das Bild da von dir, warte mal. Ist denn der rechte Seite oder das ist auch linke Seite oder nicht? Ja, das ist auch linke Seite, ja, aber ich habe gerade kein rechtes Dings gefunden. Ja. Und das ist, ja, wie gesagt, die sieht gut aus auf jeden Fall, die sieht sehr, sehr gut aus. Ja, sie sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich kann halt ganz Bilder hier auch einblenden im Video. Von meiner rechten Seite habe ich jetzt leider keins, aber das weißt du auch, wie es aussieht. Also immer auf meiner, also an meiner rechten Seite sieht, also sieht man auch fast gar nichts mehr, so nur noch so eigentlich so die linke Seite. Aber ja, wie soll ich, was soll ich machen? Es ist halt so, ich kann schwer dagegen etwas unternehmen. Ja. So, leider Gottes. Und jetzt so von Tag zu Tag wird es halt besser. So, Emir, was ich wünsche, ist, dass ich demnächst auf Instagram in 1, 2, 3, 4 Monaten, vielleicht nächstes Jahr irgendwann, ich will sehen, dass du quasi frei leben kannst, Digga, ohne dich einschränken zu müssen. Ich will, dass, dass du dich dein Leben genießt. Ich hoffe. Das Problem ist, mein Bruder hat sich so ein iPhone 11 gekauft. Und da, wo ich zum Arzt gefahren bin, hat er so gesagt, ey, halt mal kurz. Und da war dann seine Cam offen. Und da habe ich mich so selbst gesehen. Und weißt du, wie schlimm ich da aussah? Wegen dieser Kamera, weil die so qualitativ ist. Ja. Und man hat wirklich jede Pore in meinem Gesicht gesehen. Mhm. Oder jede Akne und jede Pickel. Das sah übel schlimm aus. Und dann habe ich mit meinem Handy ein Foto gemacht. Da war fast gar nichts mehr. Ja, ich weiß. Das ist einfach so. Das ist einfach komisch so. Das ist normal, so, wenn ich mich jetzt immer noch im Spiegel anschaue, ich leide unter Akne immer noch so. Bei mir ist es halt irgendwie so komisch, ich weiß nicht warum so. Ich wünschte mir wirklich, dass ich so am Anfang schon so einfach irgendwie normale Pickel gehabt hätte und so, aber das ist meine Kappe so. Ich habe es gemacht, ich kann es nicht ändern, das ist meine Schuld, dass die Haut so geworden ist, weil ich auch sehr, sehr viel Bullshit gemacht habe, sehr, sehr viel Bullshit in meiner Haut. Und ja, deswegen, kann man einfach nichts machen, man. Ich einfach die Zeit so keine. Vielleicht komme ich auch irgendwann, wenn ich irgendwann in Berlin bin, gehe ich vielleicht zu deiner Mom und lass mich so behandeln, wie du dich behandeln lassen hast, weil ich denke, dass es auch vielleicht sehr, sehr gut wäre, wenn ich irgendwie hier irgendwo vielleicht in meiner Stadt, in meiner Nähe oder so auch sowas machen würde. Ja. Aber was müsste ich dann machen? Müsste ich dorthin gehen und sagen, ja, pipapo, das also, und das? Oder? Also die meisten Pickelbehandlungen, die beziehen sich auf das Reinigen, das also Ausreinigen, da nutzen die halt Produkte, die benutzt, um dein Gesicht zu reinigen und drücken meistens auch die Pickel direkt aus. Also die meisten Kosmetiker drücken direkt Pickel aus und reinigen dann die Haut komplett. Vielleicht auch ein Peeling, je nachdem. Und das ist meistens so, dass du halt danach schlechter aussiehst, also zumindest 2, 3 Tage, weil die Haut dann erst wieder heilen muss, weißt du? Die hat die Haut wirklich sehr stark reizen. Ja, ich habe noch eine Frage, wenn du diese Bilder jetzt, die ich dir geschickt habe, anschaust, und wenn ich zu dir zum Beispiel, ich würde das nie im Leben machen, aber jetzt sagen wir mal, ich würde das zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel so ein Laser-Dings machen, zum Beispiel so meine Haut, also diese Sachen halt, also diese roten da Dinger Laser halt lassen, denkst du dann, dass die Dinger dann direkt weg wären? Ich weiß es nicht. Meine Mutter hat mir auch angeboten, dass ich das bald mache. Vielleicht mache ich dazu mal ein Video, wenn ich's mal mache irgendwann mal. Aber ich habe da noch keine Erfahrung. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Normalerweise sollte das eigentlich helfen, aber wenn das zweite Bild, was der da geschickt hat, halt anschaust, bei mir ist es so fast irgendwie gar nicht mehr so da. So. Es geht, also ich merke es auch, wie diese. Also ich habe es gemerkt, wo ich in meinem alten Bild, wo es noch sehr, sehr schlimm sah, schlimm aussah. Wo ich diese Tabletten genommen habe, ab diesen 20 Milligramm Tabletten, ich habe jetzt manchmal zweimal oder manchmal dreimal sogar geschluckt, und also 23 Milligramm Tabletten, und da habe ich so gesehen, wie diese Akne, wie diese richtigen Pickel so langsam in die Haut so wieder reingehen. So von, die waren ja auf der Haut und die gehen dann so wieder in die Haut, und ich habe es auch wirklich so gemerkt, so die letzten Monate, so wie meine Haut wirklich versucht hat, dagegen anzukämpfen, so. Und ich schwöre, hätte ich irgendwie Akne auf dem Rücken, also so das, was ich in meinem Gesicht habe, auf meinem Rücken oder auf meinem Bauch oder irgendwie so, mich wird das gar nicht, also mich wird das vielleicht stören, aber mich wird das gar nicht so arg jucken. Ja, ich weiß. Das Gesicht ist halt so, man redet ja mit dem Typ, man redet ja mit irgendjemandem von Angesicht zu Angesicht. Man schaut in die Augen. Das ist halt, das würde ich unbedingt mal wieder machen, so wenn ich mit einem Mädchen irgendwie um 13 oder 14, im Tageslicht irgendwie so rede und so. Oder so von so 1 Zentimeter Nähe oder so von Angesicht zu Angesicht. Ja. So.
Sonst musste ich immer so von Entfernung so reden. Es hat auch irgendwie nie gebockt, weil ich immer Angst hatte, dass sie das so mit diesem Make-up merken. Make-up, ich weiß, war mir auch so. Bei mir auch so. Das haben die irgendwie einen Monat oder eineinhalb Monate oder so nicht gemerkt, dass ich so Make-up drauf habe. Und dann wurde es ja dadurch schlimmer. Und dann haben die es erst gemerkt, wie man das immer versucht hat, auf Krampf abzudecken oder so. In jedem, Digga, ich schwöre, ich konnte das einfach nicht mehr. Jeden Morgen aufstehen und auch so gemacht. Und mein Bus kommt, ist immer so 7:07 Uhr gekommen und ich bin dann immer so 6:50 Uhr aufgestanden, musste noch schnell dieses scheiß Make-up-Akne-Fucking-Scheiße da drauf machen. Und dann, es war noch ganz schlimm, wo ich dann so zum Bus gelaufen bin, waren da irgendwie Kumpels von mir und ich konnte dann, musste immer wegschauen, während ich mit denen geredet habe oder so. Ich konnte nie von Angesicht zu Angesicht, das ist halt, das bockt halt nicht, das ist einfach ein scheiß Gefühl. Ich weiß. Und ich, bei Gott, jeder, der das Video irgendwie sieht oder jeder, der Akne hat oder so, ja, die haben einfach so einen Respekt vor mir, einfach meinen größten Respekt, dass die mit Akne irgendwie noch so rausgehen können oder so, falls es irgendwie jetzt in niedrigen Zustand oder auch in einem ausgeprägten Zustand, weil es gibt ja manche Leute, die sehr, sehr krasse Akne haben und trotzdem irgendwie rausgehen und denen ihr Leben einfach so leben und die haben einfach meinen Respekt, Digga, weil die jucken es halt einfach wirklich nicht, ob so irgendwas anderes so, mich jucken auch nicht so, was andere sagen, aber das ist halt irgendwie halt unangenehm so für mich, wenn ich irgendjemanden sehe, der mich kennt und so, hey, was geht und so, bla bla bla, und ich muss dann auf Krampf irgendwie wegschauen oder irgendwie mein Gesicht verstecken oder so, es ist einfach so langsam, hab die es einfach satt und dann habe ich einfach diese Therapie da angefangen. Und ja, meine Ärztin hat zu mir gesagt, rechne mit Februar oder März so. Ich glaube ihr sowieso, das ist so 50-50. Manchmal glaube ich ja, manchmal nicht, weil sie hat zu mir gesagt, nach 6 Monaten wirst du dich nicht mehr im Spiegel erkennen können. Und ab Dezember ist das so 6 Monate, das kann wirklich sein. Aber es kann auch nicht sein. Jetzt hat sie gesagt, so ja, rechne mit Februar, März so. Dann rechne ich jetzt mit Februar, März. Und wenn es wirklich so im Februar, März, denke ich, dass es so aussieht, wie ich es mir gewünscht habe. So wie gesagt, so, mich juckt es nicht, wenn da noch so kleine Narben oder so da sind. Auf jeden Fall das Erste, was ich dann mache, irgendwie zu einem Kumpel gehen oder irgendwie dann einfach einen Tag morgens aufstehen und einfach rausgehen und einfach all die Dinge machen, die ich nicht machen konnte. Ich werde auf jeden Fall zu meiner alten Schule gehen, zu meiner sehr, sehr alten Schule. Da habe ich sehr, sehr viele Freunde und Freundinnen und werde dann erstmal mit denen reden und sagen, ey, was geht und so, weil die sagen auch zu mir, ey, Digga, wann können wir uns mal endlich wieder sehen? Ich habe dich schon seit 6-7 Monaten nicht mehr gesehen. So und so, bla, bla, bla. Und ja, deswegen, ich muss auch ehrlich sein, ich muss ehrlich zugeben, vor einem Monat oder vor 1,5 Monate oder so, und naja, oder vor so 2, 3, 4, 5 Wochen ungefähr, habe ich mich mit einem alten Freund getroffen. Ja. Mit einem sehr, sehr alten Freund, weil da gab es so Stress zwischen uns und wir wollten das so aus der Welt schaffen und so. Dann habe ich mich mit ihm getroffen, ganz normal geredet, so. Aber muss ich zugeben, da habe ich auch ganz leicht Make-up drauf gemacht. So dieses, also was du mir dazu geschickt hast, danke auf jeden Fall nochmal. Das habe ich da drauf getan. Und das hat man dann abends auch gar nicht gemerkt oder so. Und da habe ich halt einfach mit ihm geredet, bla bla bla. Und dann nächste Treffen, und dann musste ich mich wieder mit ihm treffen, weil es wieder Stress gab. Dann habe ich jetzt wirklich aus der Welt geschaut. Ich habe mich zweimal mit ihm getroffen, so, dann ganz normal geredet, bla bla bla. Der hat es auch nicht gemerkt oder so. Und deswegen, ja, wie soll ich sagen, mein Leben läuft halt perfekt, gerade momentan so. Und ja, ich versuche halt mein Bestes so. Es ist ein bisschen kopfig so, dass diese Zeit und so. Ich dachte damals, wo ich dich angeschrieben habe, wo du auch zu mir gesagt hast, ey Emil, du bist erst in dem zweiten Monat oder so, das wird noch und so. Und ich konnte dann, ich habe dann immer gesagt, dachte mir immer so, ey boah Junge, bis Dezember dauert es noch so lang und so. Jetzt ist es einfach so in 20 Tagen oder so, nicht mal, einfach Dezember und so, einfach mein Monat so, wo ich halt Geburtstag feiere und so. Ich habe eigentlich mir vorgenommen mit meiner Ex-Freundin da, weil wir uns eigentlich vorgenommen, dass wir es zusammen feiern und jetzt wird daraus halt nichts so. Und ja, was soll ich machen, Mann? Das ist so, keine Ahnung, sie ist wirklich so. Also dieses Mädchen so, bei mir war das so, immer wenn ich Stress, also immer wenn es mir scheiße ging und so, ich habe immer trotzdem halt immer so ein Lächeln, also ich habe immer so das mir nicht anmerken lassen, immer sehr, sehr nett geredet und sehr, sehr gelacht beim Reden und so, wo ich mit dir telefoniert habe oder so, weil die tat mir halt sehr, sehr gut so. Ja. Und ja. Was ist das Erste, was du, also weißt du schon, wann du rausgehen möchtest und was ist das Erste, was du machen wirst, wenn du rausgehen kannst, wieder, also am Tag rausgehen kannst? Boah, das Erste, was ich mache, muss ich jetzt wirklich überlegen, also ich glaube wirklich, wann ich mir vorgenommen habe, rauszugehen, so wann ich denke, so ich denke jetzt, keine Ahnung, es hört sich auch voll komisch an, wenn man jetzt sagt, ja, erst in einem Monat oder zwei oder so, aber um ehrlich zu sein, ich
keine Ahnung, wenn halt meine Haut so besser aus, also so, wenn es halt so leicht, nur noch so leicht da ist, so wenn es irgendwie so, keine Ahnung, ich wollte eigentlich so, wenn es die ganz weg ist, so keine Ahnung, Anfang, vielleicht Anfang Dezember, vielleicht Mitte Dezember, vielleicht Ende Dezember, vielleicht Anfang Januar oder vielleicht Ende Januar, Anfang Februar, irgendwie so. Und was ist das Erste, was ich machen werde? Boah, das Erste ist wirklich, was ich machen werde. Ich glaube, ich werde irgendwie zu einer Freundin oder so von mir schreiben, ey, hast du Bock rauszugehen und so. Ja. Ich bin morgen um 16 Uhr da und da, komm her und dann lass uns treffen, dann einfach umarmen, reden etc. und dann irgendwie zu Freunden gehen oder so. Ja. Und mit denen chillen und so weiter, alles erzählen, meine Geschichte erzählen, so wie es bei mir die letzten Monate lief, die letzten Wochen lief etc. Ja, Mann. Emir, ich wünsche dir da alles Gute, Digga, alles Gute auf alles erdenklich Gute, was es auf dieser Welt gibt, Digga, ohne Witz. Ich Auf hoffe, dass jeden alles Fall, ach. funktioniert. Ja. Du Ich wirst hoffe auch. Ich safe jetzt einen schönen Geburtstag haben, Digga. Weihnachten wird auch gut, Digga. Und das Einzige, irgendwann musst du eben lernen, dass du dich nicht mehr so extrem auf die Haut fokussieren sollst und anfangen sollst, glücklich zu werden. Weißt du, Digga, da bin ich aktuell. Ich möchte einfach glücklich sein, Digga. Unabhängig davon, ob meine Haut mal einen Tag besser oder einen Tag schlechter aussieht, Digga. Ich möchte einfach jeden Tag glücklich sein, weißt du? Ja, das Problem ist halt einfach, dass ich nur glücklich sein kann, wenn ich halt diese Haut halt habe, die ich halt Ja, haben möchte, so. ja. Weil, wie gesagt, es hindert mich an sehr, sehr vielen Sachen und ich kann nicht die Dinge machen, die ich normalerweise mache. Ja, ich verstehe Und schon. das ist einfach, so, was soll man machen? Das hackt zwar Kopf, so, weil du hast ja auch gesagt, wo du dieses Acne-Nomin da genommen hast, dass du, glaube ich, bist du noch aus dem Haus so gegangen, so, Ich, nee, ich tagsüber. bin, ich habe teilweise nur Maske getragen. Also ich bin mit Maske rausgegangen. Mit Gesichtsmaske. Ich habe meine Gesichtsmaske Aha. umgelegt und bin dann rausgegangen. Gesichtsmaske? Also ja, nee, so eine Windschutzmaske, wenn man Fahrrad fährt, weißt du? Ach so, ja. Das habe ich halt genommen immer. Dann, mir war lieber, dass die Menschen mich deswegen angucken, als wegen meiner Akne, weißt du? Ich wollte lieber, dass die mich Ja, deswegen ja. angucken, als wegen meiner Boah, ja, oh Akne. mein Gott. Ich erinnere mich an meinen ersten Arzttermin so. Ich wäre normalerweise da nicht hingegangen, weil ich das dort nicht gefunden habe, aber dann haben wir weitergesucht. Mein Vater hat gesagt, nee, ich bin jetzt extra hierher und so, lass jetzt suchen. Da haben wir es wirklich gefunden. Da war ich auch, es war, glaube ich, lass mich nicht lügen, 30 Grad. Ich bin mit einem Pulli, jeder war im Freibad, ich bin mit einem Pulli dorthin. Hab dann halt so, lieber haben mich Leute deswegen angeguckt. Ich bin auch Ja. die ersten 2, 3 Monate mit Pulli dorthin, obwohl es sehr, sehr warm war. Das war irgendwie im Juni oder so, da war die Sonne sehr, sehr heiß. Also es war sehr, sehr heiß. Ja. Da war jeder im Freibad und so. Lieber haben mich die Leute deswegen angeguckt, weil jeder da mit kurzer Hose, kurzer T-Shirt war und ich da mit einem Pulli und mit so Kapuze. Lieber haben mich Leute deswegen angeguckt, anstatt wegen meiner Akne und so. Deswegen, ja, mir war es halt auch immer lieber so, das ist halt voll das komische Gefühl, wenn ich irgendjemand dann in der Schule so angesprochen hat, ey Digga, das sieht voll aus, als hättest du mega, oder ey Digga, Junge, das schämst du ist dich, ey Digga, schlimm. hast du Ich bin Mega. gestorben, wirklich. Ich habe immer gesagt, nein, was laberst du, Digga? Ich habe gesagt, nein, Ja, ich auch. ist nicht so. Ich so, Sieht nur so nein, Digga, aus. bei mir sieht es nur so aus, also keine Ahnung, was mit meiner Haut ist oder so, Ja. immer so. Dann, ich denke mir so, Junge, halt doch einfach das Maul, warum fragst du mich das, wenn du das doch sowieso schon weißt und so. Ja. Und, Ist so. Ich danke dir auf jeden Fall für alles, Digga. Also, es hat mir auch immer geholfen, wenn ich gehört habe, dass du vorankommst, Digga. Es gibt mir auch Motivation und Kraft, weißt du? ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja. Digga, danke auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das die nächsten Monate noch besser wird, Digga. Und ich, wie gesagt, Ich hoffe. ich möchte sehen, schick mir einfach irgendwann ein Bild, wie du feiern bist oder Spaß hast, Digga, mit Freunden draußen Ja, chillst. Ich will es einfach sehen. ich verspreche dir, ich werde entweder irgendwie, also keine Ahnung, vielleicht verläuft dieser Monat, dieser November jetzt einfach sehr, sehr gut für mich oder halt irgendwie Mitte Dezember oder so sehr, Ja. sehr gut für mich. Und es kann auch sein, dass du irgendwann dann irgendwie in deiner Insta-Dings dann irgendwie so siehst, wie ich dann irgendwie mit so einem Kumpel oder so dir ein Bild schicke oder irgendwie so. Ja, Mann, deswegen, ja, keine Ahnung. Also ich hoffe, ich gebe einfach mein Bestes, so jeden Tag diese Tabletten schlucken. Okay, dann bedanke ich mich bei dir auf jeden Fall, dass ich wieder hier dabei sein durfte, Digga, kein Problem, dass ich Emil. wieder reden, dass ich Kein wieder Problem. halt, es ist halt sehr, sehr gut, wenn man also mit jemandem darüber reden kann und so Ja. weiter. Ja. Ich Jo, danke dir, okay. Emil, Digga. Ich bin ein bisschen kaputt, ein bisschen anstrengend gewesen diese Woche, aber wird schon. Ja. Okay, wir sehen uns, ja? Ja, also, ja, wir sehen uns. Okay, hau rein. Heide, ciao.